Hi Leute, heute gibt es mal wieder was Neues von Pico, und zwar die BR249, aber da noch den Prototypen. So sieht sie aus. Wir werden sie nachher auch noch schnell aufs Gleis stellen. Und ihr kennt mich, die Schrauben sind schon draußen. Insgesamt 4 Stück. Hier unten einmal. Zweite Seite zweimal und hier drüben natürlich das gleiche nochmal, 3 und 4. Und schnell noch ein Detail, was mir aufgefallen ist: der Lüfter zittert leicht herum, merkt euch das. Zum Öffnen müssen wir auch noch aufpassen und am Rand die Griffstangen lösen. Ich weiß nicht, ob das am fertigen Modell dann auch so sein wird, aber lassen wir uns überraschen. 1, 2, 3 und hier die Nummer 4. So sieht die Maschine drinnen aus. Wieder gut aufgebaut, Kondensator ist auch schon drinnen. Platine gefällt mir und werde ich jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Ich sehe sie auch gerade das erste Mal. Was mir auffällt: die LEDs sind teilweise umgestellt auf, ich würde sagen, 0402, also relativ kleine. Und das dürfte sein eine Führerpultbeleuchtung. Jawohl. Auch haben wir die Pins direkt zur Beleuchtung in der Maschine drinnen. Und vom Ventilator, ich weiß nicht, ob da noch was kommen wird, aber wir haben hier einen kompletten Antrieb mit einem Loch für eine Kardanwelle. Ja, da lasse ich mich dann auch noch überraschen, was dann alles bei der Maschine möglich ist. Dann würde ich sagen, bauen wir sie schnell wieder zusammen. Sie ist noch analog, das heißt, wir schmeißen sie im Geschäft vorne aufs Testgleis. Die Maschine ist jetzt fertig zusammengeschraubt und damit geht es ab aufs Testgleis. Maschine jetzt am Testgleis, Fahrstufe 1. Bei uraltem Lilliput-Trafo und etwas schneller. Fahrverhalten kann definitiv überzeugen. Und wieder zurück am Reparaturtisch. Falls euch solche Vorstellungen von Erlkönigen und Prototypen auch gefallen, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Falls ihr uns unterstützen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren und vielleicht sieht man sich ja demnächst bei uns in Schiltern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Dass ich die Kamera schon angedrückt gehabt habe. Okay, gut. Deswegen ist die Sabine heute mit ihren lustigen Bemerkungen leider nicht dabei. So. Aber der Rentner muss nur nehmen. Weil gerade der drauf drückt, dass ich die Tofen reinbringe. Hi Leute, heute gibt es mal wieder was Neues. Und zwar von Pico. Ich habe mich eine Stimme machen, super. Wenn es 2, 3 ist, dann schauen wir. Falls euch solche Vorstellungen von Prototypen und Erlkönige auch gefallen, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Falls ihr uns unterstützen wollt.